Hallo Leute, heute mal kein Rezept, sondern ein FAQ. Ihr habt uns viele Glückwünsche geschickt für 1000 YouTube-Follower. Also vielen, vielen Dank für die Unterstützung und hier kommt das FAQ. Wie kam es, dass du angefangen hast mit YouTube? Wie ist der Kanal entstanden, lieber Ning? Und wie lange dauert die Produktion eines Videos? Hast du alle Rezepte schon mal gekocht oder machst du manche zum ersten Mal? Ning kocht ist ein Hobbyprojekt. Ich möchte einfach mein Deutsch verbessern. Ich arbeite auch für eine Videoproduktionsfirma. Und zufällig haben wir das Equipment für dieses Luxus-Hobby. Für jedes Video brauchen wir ungefähr 6 bis 8 Stunden, um Recherche, Skript, Dreh, Schnitt, Grafik und dann Farbkorrektur. Um Drehzeit zu sparen, für jedes Rezept koche ich mindestens 2-mal, manchmal sogar mehrmals. Und dann können wir Kochunfälle vermeiden. Woher kommst du? Wie alt bist du? Ich komme aus Nordostchina. In Deutschland nennt man diese Region auch Mandschurei. Mein Alter? Ich bin 33 Jahre alt und natürlich sehe ich viel, viel jünger aus. Nicht. Ich wollte fragen, wie es dazu kam, dass du nach Deutschland gezogen bist und wie lange es her ist. Ich bin seit 7 Jahren in Deutschland und ich habe hier Informatik studiert. Welche Musik hörst du gerne? Eigentlich höre ich viel Unterschiedliches. Ich mag auch deutsche Musik. Atemlos ist okay und das kann uns keiner nehmen. Super. Wenn du nur ein Gericht für den Rest deines Lebens essen dürftest, was wäre es? Was ist dein absolutes Lieblingsgericht und könntest du dir vorstellen, den Rest deines Lebens nur dieses Gericht zu essen? Mein Lieblingsgericht? Zurzeit Spaghetti Fritti di Mare. Ich esse unglaublich gerne Meeresfrüchte, aber nur das bis zum Ende des Lebens, das wäre ein bisschen langweilig, oder? Welches Haustier wolltest du als Kind haben? Ich bin ein Hundetyp. Zu Hause in China hatten wir immer viele Hunde. Dass alle Chinesen Hunde essen, ist ein seltsames Klischee. Also ich erkläre das euch in einem anderen Video später. Ich würde dich gerne fragen, ob es möglich ist, so eine richtig leckere dunkle Sichuan-Soße oder Vergleichbares vegetarisch zuzubereiten, zum Beispiel für ein leckeres Pilzgericht. Dunkle Soße und vegetarisch. Ich glaube, die Soße ist aus dunkler Sojasauce. Ich koche mal Kung Pao Pilz später für euch. Und das ist nämlich Sichuan-Art mit dunkler Sojasauce. Könntest du ein Video machen über gebratene Ente? Das ist mega lecker und mich würde interessieren, wie man so etwas zubereitet. Gibt es Entefleisch in einem normalen deutschen Supermarkt? Bei Ning kocht kochen wir immer asiatische Gerichte nur mit Zutaten vom normalen Supermarkt. Könnt ihr mir sagen, wo kann man Entefleisch in einem normalen Supermarkt finden? Ich probiere das sehr gerne aus. Ich wollte fragen, ob du mal japanische Dangos machen kannst. Dango? Lecker. Aber dazu braucht man Kleberreismehl. Könnt ihr mir sagen, in welchem normalen Supermarkt kann man Kleberreismehl kaufen? Kennst du diesen Kanal? Warum ist dein Essen immer so gesund und dort wird alles frittiert? Küchen aus unterschiedlichen Regionen oder nur persönliche Vorlieben? Natürlich gibt es viele unterschiedliche Zubereitungsarten in der chinesischen Küche. Manchmal sind sie leicht und manchmal sind sie schwer. Was ich gelernt habe, ist zu balancieren. Also fettreich und fettarm, Fleisch und Gemüse. Harmonie sollte auf dem Teller sein. Mich würde gerne mal interessieren, wer die anderen im Hintergrund sind, da du immer so dezent wir sagst. Hätte mal folgende Frage an dich. Wer steht hinter der Kamera? Hier ist unser Kameramann und Producer, Sascha. Ohne ihn läuft hier nichts. Also Superhero bei Ning kocht. Mich interessiert, ob es für die Zukunft einen Plan gibt, die Rezepte in einem Kochbuch herauszubringen. Das wäre echt toll. Das ist eine super Idee und ihr dürft gerne uns schreiben,
welches Rezept ist euer Lieblingsrezept? Und damit können wir anfangen für das Ning kocht Kochbuch. So, das war das FAQ. Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung und bis nächstes Mal. Wir kochen wieder mal zusammen. Tschüss!